Ich gehe nicht zu einem Wettkampf mit dieser Einstellung, du musst gewinnen und Erster, Erster, Erster. Ich habe da so einen anderen Mindset, auch einen anderen Anspruch an mich selber. Ich habe so ein Selbstbild von mir im Kopf, wie ich auszuschauen habe einfach. Wie ich es mir wünsche, dass wenn ich in den Spiegel schaue, ja, genau so muss das sein. Und ich sage jetzt, das haue ich jetzt raus. Mein Selbstbild, was ich von mir selber im Kopf habe, da schlägt mich keiner. Jedenfalls auf diesem Wettkampf keiner. Und jetzt ist es meine Aufgabe aber, dieses Selbstbild zu verwirklichen. Deswegen interessieren die Gegner mich. Es interessiert nichts, außer die Zusammenarbeit von meinem Coach und mir und was ich bereit bin zu leisten. Und da ist es meine Aufgabe, den perfekten Alex auf die Bühne zu bringen. Wenn der perfekte Alex auf der Bühne steht, dann kommt auch der Erfolg. So. Der nächste Formcheck kommt nach dem Training auf Pump. Ja, der Shakebecher muss mir leider heute reichen im Training. So viel gibt es nicht mehr zum Trinken. Ich hatte einen halben Liter in der Früh vor dem Frühstück. Jetzt einen Liter dann als Pre-Workout, wo ich auch meinen Booster mit angemischt habe. Epic Pump Unlimited. Hier echt der Hardcore-Booster schlechthin für Pump. Mit meinem Code Alex spart ihr euch nochmal 10%. Kleine Trainingstipps. Und alle Wettkampfathleten vor allem, die mit sehr wenig Kohlenhydraten arbeiten und wenig Kalorien. Ich mache immer bei meiner ersten Übung 5 bis 10 Sätze mit einem leichten Gewicht. Einfach in die Bewegung reinkommen, einfach durchspülen. 10 bis 20 Wiederholungen, 5 bis 10 Sätze mit einem leichten Gewicht. Dann bekommt ihr erstmal so ein Muskelgefühl, die ganzen Muskelfasern werden aktiviert. Und dann im Pyramidensystem nach oben gehen und dann erst deine Arbeitssätze beginnen. Und dann habt ihr eine richtig gute Mind-Muscle-Connection. Schwerer als sonst ist schon. Einfach durchpumpen, pumpen, pumpen, pumpen. Noch maximal Blut reinbringen. Die ersten Übungen habe ich noch versucht, etwas schwer zu machen. Und jetzt wird noch gespielt. So.
So, jetzt ebenfalls interessant. Was sagt die Waage nach dem Training? Und ja, das passt sehr gut, weil ich habe jetzt genau noch, also 1 Kilo Fisch heute zum Essen, ein Trockengewicht war das, sprich sind wir hier bei 760 Gramm an Essen, was noch reinkommt, plus eine Banane und eben jetzt noch genau 1 Liter Flüssigkeit, das heißt, da sind wir jetzt ungefähr roundabout knapp 2 Kilo, die heute noch reinkommen. Und ja, ich werde sicher noch ein paar Mal aufs Klo gehen. Dann bin ich gespannt, was morgen früh dann die Waage anzeigt. Aber dann nehme ich euch ja wieder mit und halte euch da am Laufen. Game over. Und dann geht's ab nach Frankreich. Aufmachen, genau. Die Haut, die ist richtig schön drauf jetzt schon. Weißt du, ich meine, das ist echt, auch wenn du flach bist, richtig flach bist, dann ziehe ich hier weg und es springt nicht so zurück. Mhm. Noch hinten jetzt alles voll, nichts mehr, nichts mehr, Mann. Du könntest so, wie du jetzt da stehst, auf die Bühne. Das ist doch mal ein geiles Feedback vom Coach. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt hier schon Peeling gemacht, rasiert und dafür gesorgt, dass alles fresh ist, dass das Hautbild passt, damit dann später die Farbe auch gut hält. Jetzt haben wir kurz einen Formcheck gehabt. Ja, wir sind noch etwas zu schwer, nicht viel, 200 Gramm. Dementsprechend gibt es jetzt auch immer nur leichte Kost. Kalorienreich, aber leicht. Mandelmus mit Kaffee. Feiermandel muss ohne Ende. Ich verabschiede mich jetzt hier. Ich gehe noch ein bisschen schlafen, regenerieren und ja, ein bisschen ausschwitzen noch. Hoffe, dass da noch die letzten 200 Gramm jetzt weggehen. Sehr zufrieden, Mann. Und jetzt, was mir jetzt auch noch gefällt, jetzt sind noch mehr Details hier im Adduktorbereich hier. Ich weiß nicht, ob du dich darauf konzentrierst, vor allem in den Doppelbizeps. Aber der ist schön, da sind auch noch mehr Teilungen drin jetzt. Die haben wir vorher auch noch nicht so gehabt. Das wird jetzt, das zieht noch mehr an den Grad. Aber du bist jetzt auch ein halbes Kilo leichter als vorher. Brutal. Schau mal die Schultern, wie streifig du bist. Aber wenn man es jetzt entscheiden kann, so auf Bühne oder Tick überladen, dann immer so. Ja. Weißt du? Also. Schaut so gut aus, Mann. So gut aus. Und man kann offiziell sagen, Pump Booster vom Peak zieht kein Wasser. Definitiv. Weil er gestern noch diskutiert, ich will ihn noch drin lassen, hat er gesagt. Ich hätte ihn rausgestrichen. Da hört sie alle mit. Der Coach hätte den Booster rausgestrichen, der Athlet. Der Athlet hat darauf bestanden, noch ja, 2 days out, seinen Booster zu trinken. Da schmeißen wir rüber die Packung. Gleich blenden wir mal eine kleine Werbung ein. Bin ich echt stolz drauf hier. Epic Pump Unlimited. Das ist so echt eins meiner absoluten Lieblingsprodukte. Guten Appetit. Mahlzeit 2 des Tages. Aber es ist halt einfach.
Das sind zwei große Löffel, 50 Gramm. Wir haben kein Volumen, wir haben kein Gewicht. Das heißt, wir haben 100 Gramm gegessen bis zur Waage und trotzdem wenigstens 650 Kalorien, aber der Kreislauf, merke ich schon, der macht gerade nicht ganz so gut mit. Aber jetzt nur noch heute den Tag überstehen bis zur Waage. Wir werden jetzt auch nicht reinhauen oder so, weil es kommt ja auf den Wettkampf an. Deswegen sind wir hier, deswegen haben wir uns den Arsch aufgerissen. Ich merke schon richtig, meine Stimme wird voll trocken. Das ist heute noch nichts getrunken, gar nichts. Gestern nicht viel, nur 4 Liter von 10, den Tag zuvor noch, kein Salz. Haben wir hier alles rausgelassen, eben um hier noch das Gewicht zu drücken. Und boah, jetzt ist der ganze Hals auch permanent trocken. Kleinen Schluck Kaffee. Wirken tut er nicht wirklich, dafür ist zu wenig. Es geht zur Registrierung, zur Anmeldung. Es kann eigentlich nichts mehr schief laufen. Gewicht steht, das war das, was mir die meiste Zeit meine Sorge betrieben hat, wie jedes Mal. Meine Größe passt auch. He's good. Wie man sich über ein Wasser freuen kann. Also, Registrierung ist durch. Ich würde sagen, fast eine Punktlandung hier mit 95,8 Kilo. Also 400 Gramm Luft wären noch gewesen. Aber das waren genau die 400 Gramm, die wir uns hier aufgehoben haben, falls irgendwas nicht ganz so gut hinhaut. Jetzt gibt es erstmal Essen und Trinken. Und ja, ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. Und ich bin so dankbar über das Team, was ich hier habe. Vor allem hier über das wichtigste Mitglied hier in meinem Team. Diese Frau, die gebe ich nicht mehr her. Nie wieder. Die hat dafür gesorgt, dass ich hier meine Bestform abliefern kann. Die hat hier alles Organisatorische gemacht, mich für einen Wettkampf angemeldet, die Training-Service ausgemacht. Wirklich alles gemanagt im Background, damit dieses ganze Gerüst daheim nicht zusammenbricht und ich mich zu 100% auf den Sport verlassen kann. Und ja, wenn ich hier gewinne morgen, was mein Ziel natürlich ist, unser Ziel, dann hat sie da genauso viel dazu beigetragen. Thank you a lot. You're welcome. Ah, warme Pfannkuchen. Mein absolutes Lieblingsmeal gibt's jetzt. Bloß ohne die Banane heute, aber darauf ist mal geschissen. Freue ich mich jetzt auf mein Essen. Lachs mit Mandelmus. Keep it simple. Für die, die jetzt immer fragen, warum keine Kohlenhydrate? Ich habe leider festgestellt, dass bei mir Kohlenhydrate nicht so gut sind. Ich habe ein bisschen ein Problem mit meinem Magen, um das genau zu bezeichnen. Das nennt sich SIBO. Dickdarm oder Dünndarm-Fehlbesiedelung. Da kommen Bakterien vom Dickdarm in den Dünndarm. Sprich, ich kann keine Kohlenhydrate verstoffwechseln. Im Endeffekt, die fangen bei mir das gern an, machen ungute Geräusche und verbreiten einen nicht angenehmen Geruch. Und gleichzeitig bläht es mich halt dadurch. Und ich habe davon nicht viel. Und deswegen sind wir jetzt hier in dieser Vorbereitung umgestiegen, mehr mit Fetten zu arbeiten. Das hat mein Körper auch sehr gut vertragen. Und ich werde mit Fett voll. Und jetzt haben wir einen riesen Vorteil vom Fett gegenüber von Kohlenhydraten.
jeder, der sich ein bisschen auskennt mit der Materie. 1 Gramm Fett, 9 Kalorien, 1 Gramm Kohlenhydrate, 4 Kalorien. Das heißt, die haben eine viel, viel höhere Kaloriendichte. Und ja, das ist jetzt hier 50 Gramm Mandelmus, 250 Gramm Lachs, 770 Kalorien circa. Kopfrechnen funktioniert wieder ein bisschen. Man sieht, was eine Mahlzeit ausmacht, wenn man wieder gegessen hat. Also hier fast 800 Kalorien auf einem kleinen Miniteller. Das gibt Energie, das gibt Leistung, das gibt mir persönlich Druck in der Muskulatur und gleichzeitig bleibt halt eben der Bauch schön klein und flach. Da ein kleines Hintergrund, warum ich hier so viel Fett die ganze Zeit zu mir nehme und keine Kohlenhydrate. So, jetzt haben wir die erste Schicht Farbe drauf. Ist auf jeden Fall ein überragendes Paket, würde ich sagen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf, auf jeden Fall. Also wir hatten 101,5 Kilo vorgestern. Das heißt, wir mussten 5 Kilo noch wegmachen auf 2 Tage. Und es war auch, ja, Lob an Alex auf jeden Fall, weil ich weiß ganz genau, ich hatte es ja schon öfters auch als Coach, dass ich dann so kurz vorher noch Gewicht machen musste mit meinen Leuten. Und dann waren die halt auch immer sehr, 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 sehr nervös. Beim Alex, durch das, dass er das jetzt schon ewig macht in der Classic Physik, war er voller Ruhe, das Wasser super rausgegangen. 96,2 darf er haben, 95,8 haben wir gebracht, also 400 Gramm drunter. Sieht super aus, ich glaube, das seht ihr alle. Sind bereit für morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen. Zweiter Tag unserer Reise. Wettkampf, Competition Day. Bin jetzt auch gerade erst aufgewacht, aber ich konnte gut schlafen und fühle mich auch gut. Jetzt erstmal ein Formcheck mit dem Dominik zusammen und dann gibt's Frühstück. Richtig gut. Kann man sehr zufrieden sein. Frühstück im Endeffekt genauso wie geplant. Die 250 Lachs. 30 Butter, 30 Mandelmus. Okay. Du wirst jetzt auf jeden Fall noch mal viel härter wie gestern Abend. Das Wasser ist schon noch mal rausgegangen jetzt. Aber jetzt nicht mehr so viel, weil immer viel drin war, aber es passt. Ihr habt den Coach ja gehört, was es zum Essen gibt. Er nimmt mir sehr das Reden ab, war sehr angenehm. Aber ich kann sagen, ich bin trotzdem heute früh deutlich gesprächiger, als gestern es war. Das hat doch einen Unterschied, wenn man ein bisschen was essen darf. Jetzt haben wir hier Lachs, den ich vorbereite. Aus dem Airfryer kann ich echt nur jedem empfehlen. Das kann ich mal vorführen dann. Das schmeckt echt lecker davon. Überragend gut. Kein Mensch kocht zum Wettkampf. So, langsam kommt das Wettkampffeeling hoch. Jetzt sind wir angekommen gerade in der Halle. Noch ein paar Stunden. Ich glaube, wir haben jetzt 15 Uhr, kurz nach 15 Uhr. Um 19 Uhr beginnt das Prejudging. Jetzt gibt es noch eine zweite Schicht Farbe, wahrscheinlich auch noch eine dritte. Ich habe die Farbe gut weggewaschen, nicht mit Absicht. Und ja, ich bin bereit.
Ich bin in Form. Vor allem hier auch die Aussage von meinem Coach, der mich ja wirklich hier stündlich immer anschaut. Dementsprechend haben wir auch immer gegessen. Mit dem Fokus, dass der Bauch immer schön flach bleibt. Ist ja doch so ein richtiger, wichtiger Punkt, finde ich, vor allem in der Classic. Und ja, ich muss sagen, ich bin, klar, ich bin innerlich schon so ein bisschen aufgewühlt, aufgeregt, nervös. Aber ich liebe dieses Wettkampffeeling. Also ich muss sagen, der Wettkampftag an sich macht mir immer wenig aus, wenn die richtige Betreuung dabei ist und wenn ich mit mir selber zufrieden bin, was ich bin. Und dann passt das alles. Jetzt suchen wir uns erstmal ein schönes, ruhiges Plätzchen. Mein Alter. Werde ich wieder dran erinnert. Also was wir da zaubern die letzten Stunden, gut. Ja. Ja, sehr gut. So, keine Stunde mehr bis zum Auftritt. Hoffen wir mal, dass sich das nicht verzögert. Ja, ich fühle mich ganz gut. Bin gerade echt so die Ruhe in mir selbst. Das Schöne ist halt einfach, dass ich hier echt ein großes Team mit dabei habe, die hier das Denken komplett abnehmen für mich. Ich immer nur mache, was man mir sagt. Jetzt essen, jetzt hinsetzen, jetzt aufwärmen. Das ist sehr entspannt. Und jedes Mal, wenn wir hier irgendwelche Form-Update-Fotos machen, muss ich selber sagen, bin ich ganz zufrieden mit dem, was Dominik und ich hier gezaubert haben. Also ich war der, der gut ausgeführt hat und Dominik hier mit richtigen Anweisungen und ja, definitiv Knallerhärte auch das Beste rausgeholt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was sagst du, ist da noch sehr viel mehr drin? Das haben wir jetzt gerade besprochen, wo wir die Entscheidung treffen wollten, ob wir noch einen Pump-Booster brauchen. Besser geht nicht mehr. Also ich finde, das Paket ist brutal. Bist du auch jetzt immer härter geworden die letzten Stunden? Trotzdem haben wir eine gute Fülle. Also es wird jetzt gleich spannend auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt.
So. Vorrunde ist durch. Schon ausführlich mit dem Dominik bequatscht, meinem Coach. Und mir Feedback ein bisschen geholt von meinen Freunden. Ja, wird doch eine knappe Sache. Ich bin im Center gestanden, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, eins oder zwei ist mir gewiss. Aber für den ersten Platz kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das wert. Das entscheide nicht ich, das entscheiden die Judges. Der mit mir, der direkte Konkurrent, hat ein bisschen mehr Fleisch, ist ein bisschen runder als ich. Er hat auch etwas den Heimvorteil. Wir sind hier auf französischem Boden und er ist Franzose. Aber ich bin deutlich härter. Und ich finde persönlich, ich habe mehr diesen Classic-Look, was jetzt Vakuum angeht und sowas. Aber er ist ein bisschen breiter, muskulöser. Jetzt ist halt die Frage, was wollen die sehen? Wie viel kommt da dieser Länderbonus mit rein? Und war auf alle Fälle ein guter Wettkampf. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe Gas gegeben, ich habe gekämpft. Ich habe alles getan, um hier den ersten Platz mir zu erkämpfen. Und jetzt warte ich einfach auf das Feedback der Judges ab, beziehungsweise aufs Ergebnis. It's number 31, Alexander Westermeyer. And your Olympia qualified champion is Lucy Dennis. Yes, please. Scheiße, aber egal, kann man nichts machen. Kleines Feedback, es ist der zweite Platz. Natürlich nicht das, für was wir gearbeitet haben. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, ich fahre jetzt mal einfach mal schnell auf den Profi-Wettkampf und werde Erster. Da können immer Leute kommen, wie jetzt in diesem Fall. Ein sehr starker Teilnehmer. Und dann muss man sich auch mit dem zweiten geschlagen geben. Das nächste Mal kann das Ganze schon wieder anders ausschauen. Und damit beenden wir unseren Frankreich-Trip.